Zwei Frontbesuche kurz hintereinander. Russlands Präsident Putin zeigte sich am Montag unter anderem in der Region Cherson und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reiste am Dienstag in den Osten der Ukraine, in die umkämpfte Stadt Avdiivka. Die Besuche fallen in eine Zeit, in der über eine mögliche Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee spekuliert wird und in die Woche direkt nach den orthodoxen Osterfeiertagen. Es trifft die Menschen beim Einkaufen nach den Osterfeiertagen. Eine russische Rakete schlägt auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt Cherson ein. Diese Frau weint um ihren Sohn. Er wurde bei dem Angriff getötet. Andere überlebten, zum Teil mit schweren Verletzungen. Da war erst ein Pfeifen, dann eine laute Explosion. Es war ohrenbetäubend, sehr stark. Ich drehte mich um und sah, dass alles auseinanderflog. Alle liefen weg. Dann gab es noch zwei weitere Detonationen. Cherson ist die Hauptstadt der gleichnamigen Region im Süden, die Russland völkerrechtswidrig annektierte. Seit der Ukraine im vergangenen November die Rückeroberung gelang, steht die Stadt immer wieder unter Beschuss. Russische Streitkräfte feuern von der südlichen Seite des Flusses Dnipro, auf die sie sich zurückziehen mussten. Nach außen präsentiert Moskau ein anderes Bild, das eines Präsidenten, der die Lage unter Kontrolle hat. Am Montag soll Wladimir Putin zur Lagebesprechung in die Region Cherson und Luhansk gereist sein. Das jedenfalls behauptet der Kreml und veröffentlicht diese Bilder. Sie können sehen, dass der Präsident jetzt immer öfter die neuen Regionen besucht. Natürlich inspiziert er das Hauptquartier, erhält aktuelle Informationen über den Verlauf der militärischen Sonderoperation. Das ist eine absolut wichtige Aufgabe für den Oberbefehlshaber. Verifizieren lassen sich Ort und Zeit nicht. Auch der ukrainische Präsident Zelensky ist auf Frontbesuch. Er reist in die ostukrainische Stadt Avdiivka und trifft sich mit Soldaten. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin stolz zu wissen, dass die Ukraine so starke Leute hat und danke euch allen. Haltet durch und bleibt stark. Unsere Zukunft hängt von euch ab. Die Industriestadt in der Region Donetsk ist ähnlich hart umkämpft wie das rund 50 Kilometer entfernte Bachmut. Dort besetzen die russischen Angreifer nach eigenen Angaben inzwischen 80% des Stadtgebiets. Und die Ukraine meldet, sie leiste weiter Widerstand.